Heute backen wir ein Bananenbrot ohne Zucker. Es wird aber trotzdem süß. Wir sind mitten in der Fastenzeit und verzichten 7 Wochen lang auf industriellen Zucker. Aber nicht auf süßes Gebäck. Für das gesunde Bananenbrot brauchen wir nur ganz wenige Zutaten. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Los geht's! Ihr zerdrückt zuerst die Bananen. Umso reifer, desto besser. Und gebt das Apfelmark hinzu. Apfelmark ist im Gegensatz zu Apfelmus ohne zugesetzten Zucker. Alternativ könnt ihr auch einfach dieselbe Menge frischen Apfel reinreiben. Der Apfel ersetzt dabei Öl oder Butter. Wenn ihr Butter oder Öl verwenden wollt, ist das auch gar kein Problem. Gebt nur noch die Eier hinzu und die flüssige Masse ist nun fertig. So, wir widmen uns jetzt den trockenen Zutaten. Da wir sonst keine Fette in dem Teig haben, ersetzen wir einen Teil des Mehls durch gemahlene Mandeln und geben Backpulver, eine Prise Salz und Zimt hinzu. Für etwas Crunch im Bananenbrot geben wir zum Schluss noch ein paar gehackte Mandeln hinzu. Es eignen sich aber auch Rosinen, Schokodrops oder andere Nüsse wie zum Beispiel Walnüsse oder Paranüsse. Gebt dann die trockenen zu den nassen Zutaten und rührt alles gut durch. Und dann geben wir alles in eine gefettete Kastenform. Zur Deko geben wir obendrauf noch eine aufgeschnittene Banane. Der Schritt ist aber natürlich optional. Und dann geht das Bananenbrot für ca. 45 Minuten bei 185 Grad in den Ofen. Macht aber am besten die Stäbchenprobe. Allerdings ist der Teig des Bananenkuchens immer etwas nasser als bei normalem Kuchen. Das ist es ja, was den Bananenkuchen ausmacht. Wir hoffen, euch hat das heutige Video gefallen. Hinterlasst gerne Feedback und wenn ihr das Bananenbrot nachmacht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei Instagram auf den Beitrag markiert und den Hashtag #einfachgeschmack verwendet. Bis zum nächsten Mal, Chris und Marie.